Heute Wasser oder Woi, aber weder mit Wasser noch mit Woi, sondern mit Hafen. Und zu Gast ist Corinna Schneider. Sie unterrichtet an der Musikschule der Stadt Bayer, nämlich dieses Instrument. Eingeladen hatte zu diesem Hafenworkshop die Musikschule der Stadt Speyer. Und Leiter Bernhard Sperrfechter konnte zahlreiche Interessentinnen und Interessenten begrüßen. Ja, Frau Schneider, Sie machen heute einen Workshop zum Thema Harfe. Wie viele Leute sind denn da? Wie viele haben sich denn angemeldet? Ja, es sind erfreulicherweise 8 interessierte Menschen gekommen heute. Ab wann ist denn ein günstiges Alter, um in das Harfespiel einzusteigen? Also ich würde sagen, am besten funktioniert es ab der 2. Klasse. Also es geht natürlich theoretisch auch früher, aber erfahrungsgemäß ist es besser, wenn die Kinder schon in der 2. oder 3. Klasse sind. Das wievielte Workshop-Angebot ist das, das Sie hier machen an der Städtischen Musikschule? Das ist jetzt das 2. Angebot in der Musikschule. Letztes Jahr haben wir im Februar das erste Mal den Versuch eines Workshops gestartet. Damals hatten wir 4 Teilnehmerinnen, war auch kein Mann vertreten, nur Frauen. Und diesmal haben wir erfreulicherweise 8 Teilnehmer und darunter auch 2 Männer. Zudem gab es eine Hafenausstellung der Firma Hafenparadies und Inhaberin Carola Pinter musste zuerst mal alle Instrumente für ein Anspielen stimmen. Bei jeweils 34 Saiten schon etwas mühevoll. Ja, Frau Pinder, Sie sind Inhaberin einer Firma, die Hafen verkauft. Das ist richtig. Seit 45 Jahren habe ich zusammen mit meinem mittlerweile verstorbenen Mann gegründet. Ja, und Sie können mir auch was über dieses Instrument erzählen. Die Harfe ist ja mal vom Ursprung her ein sehr altes Instrument. In der Bibel heißt es schon, Psalter und Harfe wacht auf. Und die Harfe ist von Ursprung her ein recht einfaches Instrument, denn sie ist vom Ursprung her diatonisch gestimmt. Das ist richtig. Da haben Sie sich schon gut informiert. Das ist auch bis heute so geblieben. Es gibt also auch Ausnahmen mit 2 oder 3. Ja, da wollte ich eigentlich nachfragen. So, das heißt also, was heißt die Ausnahmen? Das heißt also, wenn ich eine Harfe habe, eine ursprüngliche, eine ganz einfache Harfe, dann sind die Töne in der Tonleiter, sagen wir mal C-Dur, C-D-E-F-G, A-H-C drauf. Mhm. Ne? Und wenn ich ein D-Dur spielen will, was dann? So, wir haben es gerade zufällig, also war ja nicht abgesprochen. Ja. In C-Dur, dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich jetzt, schauen Sie mal. Diesen Haken, das ist die F-Seite, die klingt jetzt so, jetzt klingt sie so. Und das C, das klingt so und das mache ich jetzt ein höher, dann haben wir ein Cis und jetzt haben wir D-Dur. Mache es wieder runter und dann haben wir wieder C-Dur. Ja, aber die Harfe muss gestimmt werden. Wie viele Saiten sind denn auf so einer Harfe zu stimmen? Das ist eine 34-seitige Standard-Schulharfe, kann man sagen. Ja. Die ist gleichermaßen für Kinder, weil man die Beine hier abschrauben kann. Ja. Und für Erwachsene. Und dafür hat sie die richtige Höhe, wenn man die Beine dran hat, so wie ich jetzt hier sitze. Wenn Sie natürlich mit Harfen handeln, müssen Sie auch dieses Instrument spielen. Naja, rein zufällig, ich habe studiert. Ja. Mhm. Ja, die Harfe ist dann auch weiterentwickelt worden, ne? Also diese mit den Haken, glaube ich, nennt man das, oder? Haken? Haken, genau. Oder Halbtonumstimmer oder Klappen, da gibt es verschiedene Ausdrücke. Eine Klappenharfe kann man auch sagen. Die Weiterentwicklung ist ja dann die Konzertharfe, denn die Problematik bei großer klassischer Musik ist ja, dass sie nicht in einer Tonart bleiben. Da haben Sie völlig recht, haben Sie sich gut belesen. Dann muss man nicht mehr mit den Händen hier rumfummeln
Und man kann die Saiten auch nicht nur einmal umstimmen, sondern zweimal mittels Pedalmechanik. Beim Rudolstadter TTF Festival konnte ich den aus New York stammenden Jazzvirtuosen Puck Stickney in der vollbesetzten Stadtkirche an seiner Pedalharfe aufnehmen. Eine ganz andere Musik zur einfachen mittelalterlichen Harfe von Knut Zeckel, das Nibelungenlied. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät, von Helden Lorbeeren, von großer Arbeit. Ja, jetzt das Instrument ist vom Ursprung her ja ein sehr einfaches Instrument. Manche haben jetzt hier Noten da. Wie bringen Sie denn, ist es notwendig, dass man Noten lesen kann und nur nach Noten spielen kann? Also ich fange immer ohne Noten an, weil die Technik doch etwas komplex ist auf der Harfe, sodass es zu viel, ja, dass es einfach eine Überforderung ist, wenn man gleichzeitig Noten liest und gleichzeitig Harfe spielt. Deswegen fange ich immer erst mal an, die Technik zu zeigen und einfache Melodien, die man auswendig spielen kann. Und dann, wenn ich sehe, dass der Schüler die Technik einigermaßen beherrscht, dann fangen wir mit den Notenlesen an und nach Noten zu spielen. Also die übliche irische Musik, die mit Harfe gespielt wird, ist ja ohne Noten, typischerweise für Volksmusik, ne? Ja, also es ist also nicht zwingend notwendig, nach Noten zu spielen. Man kann gerne auch ohne Noten spielen, aber nach meiner Erfahrung freuen sich alle, wenn sie dann doch nicht so viel sich merken müssen, sondern so eine kleine Gedächtnisstütze haben. Ja, die Harfe wird oftmals als ein Instrument bezeichnet, das von Engeln gespielt wird. Ja, dieses Klischee kenne ich, aber die Harfe ist ein sehr vielseitiges Instrument und ja, durchaus für Erdenbürger spielbar. Also nicht erst im Jenseits. Aber die Leute, die heute sich angemeldet haben, sind schon ein bisschen älter. Ja, aber also man kann sowohl als Kind anfangen, aber es spricht auch nichts dagegen, als Erwachsener zu starten. Ja, wie kamen Sie denn selbst zum Harfenspielen? Ja, das war Mitte der 80er Jahre, genau. Da war ich nämlich auf einem Konzert und da wurde als Zugabe ein Stück für Harfe und Querflöte gespielt. Und das hat mich so fasziniert, der Klang dieses Instrumentes, dass ich gesagt habe, also dieses Instrument, das möchte ich unbedingt lernen. Das war also der Einstieg sozusagen als Erwachsene? Ja, da war ich schon eine junge Erwachsene, genau. Okay, ja. Was fasziniert Sie selbst an diesem Instrument? Also in erster Linie der Klang. Ich bin einfach begeistert von dem Klang und für mich persönlich ist es immer wieder entspannend, Harfe zu spielen. Es hat für mich eine entspannende Wirkung. Ich kann abschalten, meinen Gedanken freien Lauf lassen, wenn ich Harfe spiele. Und ich kann richtig versinken in dieser Klangwolke, die entsteht, wenn man spielt.